Herzlich willkommen bei den Nachrichten von Rohstoff TV. Sibanie Gold hat jetzt den Platinproduzenten Stillwater Mining übernommen. Der Kaufpreis beträgt insgesamt 2,2 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Aufschlag von 20% auf den Kursdurchschnitt der vergangenen 20 Tage bei Stillwater Mining. Die Stillwater Mining Company ist ein führendes Palladium- und Platinproduktionsunternehmen mit Standorten in Montana und dem Firmensitz in Colorado in den USA. Stillwater besitzt derzeit zwei PGM-Untertagebaubetriebsstätten, die Mine Stillwater und die Mine East Boulder, das organische Wachstumsprojekt Blitz und den melaturgischen Verarbeitungskomplex Columbus. Zur Übernahme erklärte Sibanye CEO Neil Froneman. Die Transaktion ist für Sibanye eine einzigartige Gelegenheit, um hochwertige, kostengünstige PGM-Aktiva an einem sehr günstigen Punkt des Kreislaufs zu erwerben. Aus strategischer Sicht ist die Transaktion wichtig, weil dadurch Sibanye's PGM Portfolio mit hochgradigen Reserven erweitert wird, die aktuell eine Betriebsdauer von mehr als 25 Jahren ermöglichen und über das Projekt Blitz auch ein kurzfristiges organisches kostengünstiges Wachstum sicherstellen. Sierra Metals hat die aktuellen Produktionsdaten für November veröffentlicht. Dabei wurden in der Aufbereitungsanlage Chumpe der Mine Cauricocha in Peru 75.452 Tonnen verarbeitet. Mark Brennan, Präsident und CEO von Sierra Metals, erklärte dazu, im Vergleich mit den Erwartungen für den Monat sind wir mit der auf Yauricocha erzielten Produktion sehr zufrieden. Zusätzlich hat Sierra Metals noch die Ergebnisse des jüngsten Bohrprogramms gemeldet. Dabei ist das Unternehmen im Bereich Cuyemacota auf der Jauricocha Mine in Peru auf mehrere Abschnitte mit hochgradigen Kupfer, Blei, Zink und Silbersulfid Mineralisierungen gestoßen. Das ist jetzt schon die zweite signifikante Entdeckung auf Jauricocha innerhalb von zwölf Monaten in der Nähe der bestehenden Mineninfrastruktur. Neue Bohrergebnisse hat kürzlich auch Altona Mining für das Rose by South Project gemeldet. Dabei hat das Bohrprogramm verschiedene bedeutende mineralisierte Zonen im Bereich Reaper, Harvest und Hobby bestätigt. In der Mehrzahl der Bohrlöcher wurden gleich unterschiedliche Abschnitte getroffen. Und dann hat es noch eine wichtige Namensänderung gegeben. Aus Brazil Resources ist jetzt Gold Mining Incorporated geworden. Nach Aussagen des Managements gibt der Name die aktuellen Geschäftsaktivitäten deutlich besser wieder. An der TSX Venture Exchange werden die Aktien ab jetzt unter dem neuen Kürzel Gold gehandelt. Was für ein passendes Kürzel. Das war es auch schon mit den aktuellen Nachrichten hier von RohstoffTV. Bis zum nächsten Mal und viele Grüße aus München.